Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Brawl Stars hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Heute gibt's was richtig Fettes, denn ich bin endlich auf Level 35 und somit habe ich das Level 35er Angebot freigeschaltet. Und da geht es um 22 Euro, 5 Megaboxen und 360 Juwelen. Und was machen wir mit den 360 Juwelen? Na klar, wir kaufen uns hier nochmal 5 Megaboxen. Das heißt, wir werden heute 10 Megaboxen öffnen und ich hoffe, dass da neue Brawler drinnen sind und einiges an Gold, denn ich brauche nur noch 6 neue Brawler. 2 legendäre und 3 epische und Bo schalte ich ja sowieso auf bei 3000 Pokale frei, die wir ja bald erreicht haben. 700 fehlen uns da noch und ja, in 4 Pokalen gibt es eine Brawlbox und die werden wir uns gleich mal holen. Deswegen starten wir gleich mal hier rein in ein Match, denn was wäre ein Brawl Stars Video ohne ein Match? Das wäre nicht richtig und ja, ich hoffe, wir gewinnen. Und dann können wir gleich mal diese Box auch öffnen und dann die 10 Megaboxen. Ich bin schon so gehypt. Und falls euch dieses Video gefällt, Leute, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. So, Frank hat hier ordentlich riskiert. So, erstmal meine Ulti hier rauswerfen, um den auf Distanz zu halten. So, da hinten bist du gut gefangen. Aber trotzdem konnte ich die... Ja, die weiß ich, wie sie sich zu retten hat. Die weiß, wie sie sich zu retten hat. So, wir haben schon 5 Juwelen. Und ja, Leute, im Stream werde ich sehr, sehr oft gefragt, was eigentlich mein Lieblingsbrawler ist. Aber das ist so eine Frage, die überfordert mich komplett. Die überfordert mich komplett, denn ja, ich habe erstens noch nicht alle Brawler freigeschaltet. Und zweitens, ja, kommt mir so vor, ich habe jeden Tag will ich mit einem anderen Brawler spielen. Aber gut, da gebe ich die Frage gleich mal an euch weiter. Was ist denn euer Lieblingsbrawler bei Brawl Stars? Schreibt mir das mal in die Kommentare und diskutiert etwas darüber, wieso, weshalb, warum ihr den so gut findet. Schreibt das am besten auch gleich mal dazu. So, es wird Zeit, dieses Match zu beenden. Es sieht sehr, sehr, sehr gut nach einem Win aus. Wir brauchen jetzt noch einen. So, lieber Frank. Ja, da habe ich den zerstört. Ich habe den letzten Jam geholt. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch verteidigen, aber immer schön aggressiv bleiben, obwohl man hier verteidigt. Das ist sehr, sehr wichtig. 2-1. Yes, Brawl vorbei. Und somit haben wir uns eine Brawl-Box erspielt, Leute. Ich bin sogar Starspieler. Richtig cool. Dafür mal Hashtag Starspieler rein in die Kommentare. So, verlassen wir gleich mal. Und dann würde ich sagen, öffnen wir mal diese Brawl-Box. Und falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du hier mir ein Abo dalassen würdest, wenn du noch mehr Brawl Stars-Videos sehen möchtest oder auch viele andere Mobile-Gaming-Videos. So, 13 Münzen, 6-mal Bull, 10-mal Ricochet. Naja, ich hoffe, die Megaboxen haben da mehr drauf. Ja, ich würde sagen, die kaufen wir jetzt gleich mal das Angebot. 21,99 €. Ich würde sagen, los geht's, Leute. Ich blende euch hier kurz mal einen Balken ein, damit ihr hier, ja, nicht alles seht von mir. Gekauft ist es und jetzt steht gleich, du bist startklar und somit können wir 5 Megaboxen erstmal öffnen und dann werden wir die nächsten 5 öffnen mit den 360 Juwelen. So, wenn hier steht, verbleibende Gegenstände 6 gleich beim Öffnen, dann heißt es, wir haben einen neuen Brawler. Huch, ich bin gespannt. 11-mal Ricochet, das wäre nicht viel. Barley, okay. Zara 33 Mal. Ja, da haben wir wenigstens ein Upgrade. Das ist auch gut, denn ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Brawler freigeschaltet. Und die sind alle mega schlecht, so wie zum Beispiel Dynamike. Ich habe den zwar schon vom Rang her ziemlich hoch, das heißt aber, ich kämpfe gegen sehr, sehr starke Gegner. Und da ist mit einem Dynamike auf Stufe 1 halt richtig, richtig schwierig. So, Markenverdoppler kann man immer gut gebrauchen. Zweite Megabox, Leute. Let's go. Leider auch nur, wie ihr seht, 5 verbleibende Gegenstände. Aber egal, wir haben noch immer 7 Boxen. Wir haben noch 7 Boxen. Habt ihr schon alle Brawler, Leute? So, Nita können wir auch upgraden. Deswegen brauche ich viel Gold. Das Upgraden wird irgendwann so verdammt teuer. Es wird wirklich mega teuer. Und 10 Juwelen. Sehr, sehr nice. 10 Juwelen. So, leider auch nur, Leute, 5. Schade. Aber 225 Gold, das ist nice. Wow, gute Kiste. 40-mal Bull kann ich auch bald mal upgraden. Und 3 Juwelen. Juwelen immer gut. Juwelen sind immer gut, Leute. So, 228 kann ich damit leben. Poco, alles klar. Mortis,
Das ist auch, ich finde den Brawler richtig gut. Mortis ist, hat was drauf. Das ist, man muss nur gut spielen können damit. Man muss den wirklich sehr, sehr gut spielen und üben. So, verbleibende Boni 2 und wir haben hier Brock 80 Mal. 80 Mal ist richtig krass, Leute. 6 Ereignistickets und 200 Mal im Markenverdoppler. Gut, dann brauche ich mir wenigstens den nicht mit den Juwelen kaufen. Nächste Megabox, wieder nur 5 Münzen. 5 Gegenstände, also kein neuer Brawler. Ricochet, Poco, alles klar. El Primo, okay. Barley, nice. Und wieder Brock 50 Mal. Abnormal. Oh, plus 400 Markenverdoppler, nice. Und 3 Juwelen. Ich glaube, da brauche ich mir eine Zeit lang keinen Markenverdoppler holen. Weil ich habe jetzt wie viele Markenverdoppler? 1000 verbleibende Marken. Und ja, Leute, ich könnte mir natürlich auch das Sonderangebot holen und mir um 249 Juwelen 2 epische Brawler holen. Ich weiß nicht, findet ihr, das lohnt sich? Ich persönlich finde, es lohnt sich nicht. Weil, ja, da gebe ich lieber das Geld, also meine Juwelen für Boxen aus. Da gehen sich 3 Megaboxen aus und da bekomme ich eben Gold und alles. Weil mir bringt kein neuer Brawler was, wenn ich da keine Marken dazu habe oder auch kein Gold, um irgendwas zu verbessern. Deswegen finde ich Megaboxen besser. Und auch wenn man die Brawler langsam bekommt, hat man nicht das Problem, um sich zu entscheiden müssen, welchen Brawler spiele ich jetzt eigentlich. Deswegen, ja. Ich würde sagen, deswegen, Leute, öffnen wir noch 5 Megaboxen. Ab geht die Box. So. Münzen. Ja, verbleibende Gegenstände hatten wir wieder nur 5. So. Dynamike, Bull. Alles klar. El Primo. Kann ich eigentlich auch schon sehr, sehr hoch upgraden. Shelly. 50 Mal. Eigenes Ticket. Und 11 Juwelen. Wow, okay. So. Aber weiter geht's, Leute. Noch einer. Noch eine Megabox. Komm, 6 Gegenstände. Nein, 5. Ich hoffe, ihr fiebert gleich mit wie ich hier. 12 mal Bull. Dynamike 16 plus. Okay, endlich ein Upgrade für Dynamike. Ich finde den Typen so gut. Ich mag den wirklich, wirklich, wirklich. Der ist mega stark. Penny plus 30. Okay. Daryl 44. Nur ein verbleibender Boni, aber 15 Juwelen. Da kann man nicht meckern. Da kann man wirklich nicht meckern. So, dritte Megabox, Leute. Ich habe schon 1641 Gold. Krass. Und 5 Gegenstände. 5 Gegenstände. 216 Gold. 9 mal Ricochet. 14 mal Brock. Okay. Das wird immer auch mehr. 32. 43. Und jetzt gibt's noch 53 mal El Primo. So, Ereignistickets und noch ein Markenverdoppler und auch 3 Juwelen. Wow. So. Das war jetzt die dritte, oder? Das war jetzt die dritte. Dann kommt jetzt die vierte Megabox mit 204. Wieder nur 5 Gegenstände. Ach, come on. Dynamike. Jesse 25 Mal. Mortis 27 Mal. 32 Mal El Primo. Crow, endlich. Endlich auch was für Crow. 2 verbleibende Bonis, 3-mal Ereignisticket und 6 Juwelen. So. So, Leute, eine Box öffnen wir noch. Ich könnte noch 2 öffnen, aber ich möchte mir ehrlich gesagt ein paar Juwelen aufbehalten. Erstens, wenn es mal eine Megabox im Shop gibt und auch mal für den Markenverdoppler oder für Tickets oder eben für so ein cooles, für einen Skin. Macht zwar keinen stärker ins Skin, aber ich finde, es hat was. Besonders diese Helferin Penny schaut richtig cool aus. So, 10. Megabox. 9 Megabox und noch kein einziger neuer Brawler. So, das muss ich jetzt ändern. Komm, bitte. Sei drinnen, neuer Brawler. 5, Leute. 5. Gibt's doch nicht. 12 Shellys. 20 mal Dara. 22 mal Barley. Leute, das gibt's nicht. Das kann doch nicht sein. 10 Megaboxen. Bull haben wir 25 mal. Und 90 mal El Primo. 90 mal El Primo. Krass.
und 12 Juwelen, Leute. Wow. Richtig, richtig krass. Es hat sich auf alle Fälle gelohnt in der Hinsicht, dass wir einfach sehr, sehr viele Brawler jetzt upgraden können. Und anscheinend muss ich wirklich hoffen, dass ich hier aus den normalen Brawlboxen meine Brawler ziehe. Oder eben aus dieser Megabox, die hier gekauft steht. Da habe ich im Stream ja auch einen neuen freigeschaltet. Und ich kaufe mir auch um 68 Gold die 34 Powerpunkte für Cold, den ich dann upgraden kann. Cold habe ich dann wirklich schon sehr, 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 sehr hoch. Den habe ich dann auf Power 8, kostet aber auch 800. Aber na gut, ich habe es ja jetzt. Ich habe es ja jetzt und ich werde da auch weitere Brawler upgraden. Wie zum Beispiel endlich Dynamike auf Power 3. Und ich kann endlich auch hier meinen legendären upgraden, mit dem ich übrigens keinen Win schaffe. Ich habe nur einen Win geschafft. Glaube ich schon 10-mal gespielt mit Crow. Tara finde ich gut. Und Mortis ist auch ziemlich, ziemlich nice zu spielen. Macht Spaß auf alle Fälle. Ricochet bin ich nicht so ein Freund davon. Aber ja, schreibt mir unbedingt euren Lieblingsbrawler bitte in die Kommentare. Und auch wieso, weshalb, warum ihr den so cool findet. Ja Leute, das war ein cooles Chest-Opening. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir auf alle Fälle. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben. Falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich, wie gesagt, über ein Abo freuen. Und unbedingt die Glocke aktivieren. Dann verpasst du auch keinen Stream und kein Video mehr von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.